Und schon wieder zurück bei Conan Exiles. Tja, und wir müssen nur noch ein paar Sklaven jagen. Deswegen nehme ich mir gerade mal meine Ausrüstung wieder mit. Wir wollen ja da auch nicht drauf gehen, ehrlich gesagt. Und meine Sklavenfängerausrüstung, ganz wichtig. So, dann können wir nämlich noch ein oder zwei von denen fangen. Das nehme ich natürlich auch mit. Achso, das habe ich schon unten dran. Ah, sehr schön. So, gut. Dann auf geht's. Denn ich möchte jetzt unbedingt die Conscripts auch mal ausprobieren, nachdem sich City Life als so praktisch erwiesen hat. Und ja, ich werde das wahrscheinlich so machen, also nicht wundern. Die Spinnenhöhle haben wir ja jetzt schon gesehen. Wir wissen, wo die Spinnen sind. Wir wissen, dass es da Brimstone gibt. Wieder komplett überlastet, beziehungsweise auch keine Ausdauer mehr. Wir wissen, dass es da Spinnen gibt. Wir wissen, dass es da, naja, Brimstone gibt. Ich werde vielleicht mal den ein oder anderen Ausflug darüber machen, einfach nur um Seide zu farmen. Denn Seide brauchen wir unter anderem für die Teppiche, wir brauchen Seide für die Banner, die ich aufstellen möchte. Werde auch noch ein bisschen Eisen farmen, ein bisschen Brimstone. Und dann geht es mir nur darum, dass wir erstens genug Stahl herstellen können, denn Stahl werden wir noch eine Menge brauchen. Und zweitens, dass wir auch diese Rohstoffe wieder bei uns vor Ort haben. Müssen wir vielleicht nicht unbedingt im Let's Play machen, ne? Ist vielleicht ein bisschen überzogen dann, wenn wir da 7 Folgen nur damit verbringen, diese Höhlen immer wieder aufzusuchen. Aua! So, das reicht mir aber. Achso, ich sollte vielleicht erstmal die anderen von da hinten wegholen, ne? Die sind ja gerade noch da am vor sich hin farmen. Komm mal mit. Das heißt, ich werde es so machen, dass ich ein bisschen farmen gehe, nämlich Eisen, Steine und Holz brauche ich jetzt nicht mehr zu farmen. Das mache ich dann mit dem City Life. Werde Eisen besorgen, werde Spinnenseide besorgen und werde noch ein bisschen Brimstone aus der Höhle holen. Also nicht böse sein, wenn wir das nicht im Let's Play sehen. Das ist durchaus... Achso, das war der Stufe 3 Bogenschütze. Ich würde gerne noch einen holen. Da oben steht ja noch einer. Dann können wir die hier nämlich nochmal vollpacken. Wäre vielleicht eine gute Idee. Weil Sklaven braucht man so oder so jede Menge. Jede Menge. Quasi ohne Unterlass. Ne, nur, dass ihr Bescheid wisst. Deswegen wollte ich es gerade nochmal sagen. Nicht, dass ihr euch dann nachher wundert, warum in der nächsten Folge. Weil ich werde entweder hier dann noch eine machen oder vielleicht ein kleines Aufnahmepäuschen. Nicht, dass ihr euch dann wundert, warum in der nächsten Folge so viel Seide und wieder Stahl da ist. Was hat er denn da an der Hand? Das ist ein Schmelzer. Ach so, deswegen hast du das da an der Hand. So, Schmelzer bleibt mal da liegen. Und du? Das ist eine Stufe 2 Bogenschütze. Ja, kann man auch gerne mitnehmen. Und wir wollten ja eigentlich auch nochmal woanders hin und ein paar neue Sklaven jagen. Nicht immer nur die gleichen, die hier rumstehen. Was? Was? Quaid, der Zerstörer? Ja, dann nehme ich dich doch gerne mit, Zerstörer, Mensch. Moment mal, kurz heilen. Wenn ich das schaffe, das ist die andere Frage. Weil der scheint mir doch ziemlich... ziemlich robust zu sein. Selbst mit dem Stahlknüppel hier. Und die Musik. Jawoll! Ach du schießt die ganze Zeit auf mich da hinten. So. Hui, da haben wir mal eben einen benannten Thrall gefunden. Das ist ja großartig. In der Truhe haben wir Dämonenfeuerkugel. Eisenbarren, ein bisschen Wasser, ist auch nicht schlecht. Den Rest lassen wir mal drin, der ist nutzlos. Dann nehme ich den jetzt auch mal als erstes mit da hinten. Und ich glaube, ich muss mal gerade mein Seil hier ersetzen. Bevor uns das abhanden kommt. Zack, zack, zack und zack. Ach, nicht genug Platz im Inventar, was? Kann doch gar nicht sein. Hä? So, das bessere Seil, das noch ein bisschen mehr Haltbarkeit hat. Komm mal mit, Quaid, der Zerstörer. Dich stellen wir vor unsere Festung. Du wirst unser Prachtexemplar. Ja, da habe ich jetzt nicht mitgerechnet, dass wir ihn hier finden. Das wird wahrscheinlich, das wird Ewigkeiten dauern, bis der konvertiert ist. Weil das die benannten Sklaven, das sind immer Stufe 4 Sklaven. Und Stufe 4 ist die höchste Stufe. Und das bedeutet, der wird hier wahrscheinlich doch mehrere Stündchen in dem Rad der Schmerzen verbringen. Was aber gar nicht so schlimm ist, weil dann packen wir ihn jetzt noch hier rein und dann haben wir ja ohnehin noch genug anderes zu tun. Dann würde ich mich nämlich auf die Reise machen und Sachen sammeln. Nach dieser Folge hier. Zack. Great, der Zerstörer. Wow. Okay, der ist gleich schon fertig, der hyrikanische Kämpfer. Den Bogenschützen können wir mitnehmen. Ich packe die anderen, also von den anderen gleich auch nochmal einen mit da rein.
Und ich glaube, dann ist das Ding auch schon wieder voll. So, ich schmeiß mal eben noch so ein gutes altes Yorksteak hinter die Kiemen. Das Yorksteak hilft auch enorm. Also das hat auch wie das gekochte Fleisch, also wie diese Fischstreifen, die wir gemacht haben. Das Yorksteak ist halt gut. Deswegen macht es schon Sinn. Würde es auch Sinn machen, vielleicht nochmal ein bisschen Yorkfleisch zu farmen. Was bist du? Du bist ein Stufe 2 Bogenschütze und du bist auch ein Stufe 2 Bogenschütze. Ja, genau. Dann kommt ihr einfach mal beide mit. Ach, da liegt ja noch einer. Genau, das war der Schmelzer. Können wir eigentlich auch mitnehmen? Können wir eventuell für City Life noch brauchen? Dann machen wir noch so, weiß ich nicht, können ja auch in der Quarry, die Quarry können wir ja auch woanders aufstellen. Also da, wo die Steine und Holz hacken, können wir ja auch mehrere Steine aufstellen, dass wir wirklich, dass so ein bisschen aussieht, als würde da wirklich in einer Mine gearbeitet werden. Das wäre eigentlich rein dekotechnisch, wäre das auch genau richtig für die, für hier, ne? Also hier irgendwo, vielleicht hier so am Rand, an den Felsen, dass wir dann noch ein bisschen hier ausbauen, das Ganze. Da. Ne, dass wir da eine Quarry hinmachen, wo dann die Sklaven arbeiten müssen. Oh, das würde gut aussehen. Das würde mich freuen. Ich glaube, das machen wir auch. Einfach aus Dekozwecken heraus. So, und ich muss mich daran erinnern, bei Zeiten mal wieder ein paar neue Seile herzustellen, weil sonst gehen uns die langsam aus. Vor allen Dingen sollte ich den Knüppel auch mal reparieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich ab Stufe 50 dann diesen Stahlknüppel herstellen kann, inklusive der besseren Seile. Das ist der Schmelzer. Du kommst erstmal mit. Komm, 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 komm. Wobei, einen Stufe 2 Schmelzer hatten wir auch noch nicht, oder? Oder doch, wir hatten einen Stufe 2 Schmelzer und einen Stufe 1 Schmelzer. Das heißt, das würde uns schon einen kleinen Vorteil bringen, wenn wir den Stufe 2 Schmelzer noch mitnehmen, weil der würde natürlich die Rohstoffe deutlich schneller einschmelzen als der Stufe 1 Schmelzer. Also was heißt deutlich schneller, aber schon schneller als vorher. Und da wir ja immer ziemlich viel einschmelzen müssen, wäre das schon von Vorteil. Kein Platz mehr in der Werkstatt, habe ich mir gedacht. Bleibst du mal ganz kurz hier liegen. Ich nehme mal eben... Er ist jetzt gleich fertig, der hyrkanische Kämpfer. Dann kann ich ihn nämlich rausnehmen. Der hyborianische Bogenschütze 3 ist schon fertig. Ja. Also, aber ich muss das wieder folgendermaßen machen. Ich muss leider meine Rüstung erstmal wieder hier lassen. Vielleicht könnte ich einfach mal... Pass mal auf, ich mache das folgender. Ich mache das so. Ich packe mal diese Rüstung hier weg. Und packe dafür mal meine Rüstung dann da drauf. Zack. Kopf, Brust, Ende... Und Stiefel. So, dann ist das eben mein Ersatzrüstungsständer. Und die Rüstung, die hier drauf war, die packe ich einfach mal hier rein. Und genauso wie das hier. Das brauchen wir ja gerade nicht. So, dann habe ich nämlich wieder ein bisschen Platz frei. Kann ein bisschen Sklaven mitnehmen. So, hyrkanischer Kämpfer 1 ist fertig. Kann ich mitnehmen. Und hyborianischer Bogenschütze 3 ist auch fertig. Und dich können wir reinpacken. Ja, komm, rein da. So, oh Gott, ja, das wird dauern. Da wird der Schmelzer wahrscheinlich einfach da oben liegen bleiben müssen. Kann ich jetzt auch nichts dafür. Aber ein Schmelzer ist jetzt auch nicht unbedingt das Ding, was man unbedingt haben muss. Da werde ich mir lieber irgendwann mal einen Stufe 4 Schmelzer holen. Wir müssen einfach die anderen Camps nochmal ausspionieren. Da waren ja auch viele verschiedene andere Thralls unterwegs, die wir eventuell noch brauchen könnten. Macht also schon Sinn, sich da mal ein bisschen umzugucken. So, wo ich gerade schon mal hier bin. Nehme ich das doch gleich mal mit. Denn ein bisschen Lagerkapazität haben wir noch. Können wir zumindest schon mal hier unten den Spot abgrasen. So. Ach ja, unsere kleine Siedlung da oben wächst und gedeiht. Und mittlerweile können wir uns auch ein bisschen mit dem auseinandersetzen, was wir noch so an Mods mit dabei hatten. Nämlich unter anderem die Deko. Da haben wir übrigens, oh, da haben wir wieder massig zu tun mit der Deko. Es könnte auch sein, also pass auf, ich mache jetzt folgendermaßen. Wir können ja, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wann diese Folge hier rauskommt. Das müsste ein Tag vor Silvester sein. Das könnte sein. Dann könnte es sein, dass ich jetzt einfach zwischen den Folgen ein bisschen aufnehme, nicht aufnehme. Dass ich zwischen den Folgen einfach so ein bisschen vor mich hin bastle. Also halt nicht irgendwas großartig bauen, keine Abenteuer erleben, sondern einfach nur organisieren, ein bisschen aufräumen vielleicht, Rohstoffe sammeln vor allen Dingen. Und es könnte sein, weil wir einfach so massig viel
an Dekokram mittlerweile dazu bekommen haben, dass ich eventuell da hinten in der Sklaven-Ecke nochmal ein bisschen dekoriere. Weil wir haben ja jetzt nochmal ganz viele andere Möglichkeiten dazu bekommen. Eventuell nehme ich ein bisschen was von der Deko raus, die wir da gerade drin hatten. Wie zum Beispiel das Doppelbett würde ich gerne reinpacken. Und setze dafür andere Deko rein. Und es könnte sein, dass ich vielleicht an der Burg ein bisschen dekoriere. Ich werde nicht rumbauen, sondern nur so ein bisschen versuchen, die Außenmauern zu dekorieren, wenn ich die Seide habe. Vielleicht schon mal so ein Banner hinhängen oder sowas. Irgendwie sowas in der Art, ne? Nichts Gravierendes. Was habe ich jetzt eigentlich dabei? Ich habe einen... den Bogenschützen 3. Ich packe den Bogenschützen 3 mal gerade. Ich habe den anderen auch hier reingepackt. So, ich nehme den Stügelchen Bogenschützen 2 und packe dafür den 3er Bogenschützen rein. Dann haben wir hier zwei, also einen 1er und einen 2er. Und ich habe hier schon mal was vorbereitet. Habe mir das schon mal erstellt quasi. 4 Sets habe ich gemacht. 4 von den Armor-Kits habe ich nochmal 1 hergestellt. Dann haben wir hier die Kämpfer, Kämpfer, Kämpfer und Bogenschützen. Dann haben wir jetzt alles zusammen, um diese Dinger herzustellen. Und das sind auch genau die, die rauskommen würden, wenn ich diese beiden Sets hier benutzen würde. Insofern würde ich das hier jetzt alles wegschmeißen. Das machen wir auch im Spiel. Ich nehme das mal an mich eben. So, dann gehe ich mal gerade hier raus. Und opfere das quasi auf dem Altar des Aquiloniers. Weg, 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 weg. Weg und weg. So, da liegt das ganze Zeug. Das kann von mir aus jetzt despawnen, denn wir tun jetzt einfach so, als hätten wir daraus Conscripts hergestellt. Wir haben 4 Conscripts hergestellt. Ich bin so froh. Jetzt kann ich mal hier gucken. Das Ding hieß Post. Nee, nicht an der Werkbank. Muss ich so herstellen? Post. Ja. Stalker's Post, Warden's Post. Ihr seht, der Reaper's Post, das sind die mit der leichten Rüstung. Der Warden's Post sind die mit der Medium-Rüstung und der Stalker's Post sind die mit der Stahlrüstung und den Stahlwerkzeugen. So, dafür brauche ich 80 geformtes Holz und 30 Eisenverstärkungen. 80 geformtes Holz. 80 und 30 Eisenverstärkungen, nicht 3. Oder? Ich bin überlastet, das ist mir bewusst. So, ja genau. Und einen bitte herstellen. Zack. Oh, endlich. Endlich, endlich, endlich. Währenddessen kann ich schon mal das Eisen hier wieder hier reinschmeißen. Schwupp. Und vielleicht den Stein auch, ne? Dann können wir noch ein paar Ziegel herstellen. Auch nicht so schlecht. Jetzt haben wir den Warden's... Jetzt muss ich mal gucken, wo kann ich denn den hinbauen am besten? Oh, der würde... wo würde der denn am besten hinpassen? Ich meine, ich könnte ihn vorerst mal... Aber eigentlich müsste der in die Burg. Guck mal, ich mache das folgendermaßen. Ich habe ja hier schon mal ein Feuerchen hingestellt. Dann machen wir den Post einfach... Ach nee, das ist... Sieht auch ein bisschen doof aus. Ziemlich gedrängt hier in der Ecke. Nee, 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 nee. Ich weiß auch nicht, ob der irgendwo besonders stehen muss, ne? Das ist mir auch ein Rätsel. Dann machen wir es doch anders. Machen wir das doch so. Überlagerung mit Gelände oder anderem Objekt? Wo? So, jetzt sehe ich hier gerade aus dem Augenwinkel eine Mücke rumfliegen. Gefällt mir ja ganz großartig und das im Winter. Zack. Und hier ist jetzt unser Warden's Post. Ach, guck mal, und dann stehen unsere Conscripts rum. Und warten auf Aufträge. So, und was kann ich jetzt hier alles sammeln? Ich kann Spinnenseide sammeln. Und ich muss ihnen halt immer was dafür geben, damit sie es sammeln, ne? Aloe-Extrakt. Oh Gott, wie soll ich denn daran kommen? Mindstone 2. Rezept Gather Crystal. Aloe-Extrakt. Hunt Brown, Green or Redmouth Spiders. Exotic Flesh. Diese Mücke. Verdammt nochmal. Die regt mich gerade auf. Na egal. Wir können das hier bekommen, das hier bekommen. Brimstone können sie auch holen. Dickes Leder. Aber wie komme ich an Aloe-Extrakt? So, das wäre Stein, 28 Eisenbarren und 8 Leder. Gehe ich mal gerade holen. Dann ist hier in der Burg nämlich nicht nur unser Wachpersonal, sondern eben auch unsere Angestellten, die draußen in der Welt nach Rohstoffen suchen. Macht ja auch Sinn. Und die verhalten sich dann halt so, dass sie sich da oben in der Taverne mehr oder weniger aufhalten. Zack.
Ja, und Leder, zack. Ja, und dann müsste das eigentlich klappen. Dann bin ich gespannt, ob sie sich dann auch wirklich auf den Weg machen oder ob sie einfach nur verschwinden. Wie wir an Aloe-Extrakt rankommen, das ist nochmal eine andere Geschichte. Da muss ich mal gucken. So, ich würde gerne, dass ihr Stein holen geht. So, aber ich muss das noch antreiben. Ich glaube mit Fleisch. Mit Fleisch. Und ich glaube, dafür müssen wir Fisch kochen. Das habe ich nämlich nochmal eben nachgelesen. Deswegen gehe ich jetzt nochmal gerade nach unten. Hole mal den Fisch heraus. Und werde den mal so kochen. Oh, genau richtig unten angekommen. Großartig. So, es wird natürlich wieder dunkel, das ist ganz klar. Schwupp, 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 schwupp. Zum Glück bekommen wir mehr als genug Fisch. Brauchen wir uns nie Sorgen machen. Ich könnte das sogar noch erweitern hier, diese Fischereiindustrie, die wir vor der Insel aufgesetzt haben. So. So, so. Das hier noch mitnehmen. Und ich glaube, das war Exotic Fish, von dem sie sich ernähren. Also dieser hier. Aber der muss gekocht sein. So. Den Rest lasse ich mal unten drin liegen. Und dann begebe ich mich zu unserer Küche, die ja noch in unserem Haus steht. Wir haben auch unsere Frau schon lange nicht mehr besucht. Ein schändlicher Ehemann. Schändlich. Schändlich. Ist ein bisschen ungemütlich gerade hier draußen. So, kochen, kochen, kochen. Wo kommt denn das her? Ja, dann mitnehmen. Und dann können wir damit nämlich diesen Outpost, glaube ich, betreiben. Und dann bin ich gespannt, wie viel Stein sie dann letztlich nach Hause bringen werden, weil das, was die verlangen, ist natürlich deutlich günstiger, als das, was die... Ja, jetzt sind sie weg. Haben sich auf den Weg gemacht, kommen bald wieder. Und je nachdem, wie viel das ist, von dem anderen bekommen wir 3500 Stein für... Stahl. Und hier müssen wir mal gucken, wie lange das jetzt dauert, wie lange die jetzt unterwegs sind. Der Guckfisch sollte lange genug halten. Da würden wir nur Eisenbarren und Leder bezahlen. Und die können halt auch noch andere Sachen. Aber ich brauche dieses Aloe-Extrakt. Muss ich mal zwischenzeitlich rausfinden, wie man das am besten herstellen kann. Lass mal die Reaper jetzt mal arbeiten, die Warden. Und gucken dann gleich einfach mal, was dabei rumgekommen ist, was sie uns dann letztlich nach Hause gebracht haben, ne? Bin ich mal neugierig. Was ich jetzt noch machen könnte, wäre so ein bisschen getrockneter Fisch, ne? Zack, zack. Bitte einmal trocknen. Dann haben wir davon auch wieder eine ganze Menge. Das letzte Mal haben wir den getrockneten Fisch ja leider verpulvert. Für nix. Für lau. Der ist ja einfach in dem Ding verschwunden. In dem Rad der Schmerzen. Ohne Sinn und ohne Verstand. Weil das war total sinnlos, leider. So. Ich lege mal gerade unser Sklavenfänger-Toolkit wieder hier rein. Was wollte ich jetzt machen? Was wollte ich jetzt noch machen? Ich wollte mal gucken... Uiuiui. So, ich wollte Folgendes gucken. Wollte mich ein bisschen rasieren hier. Zwupp. Dann machen wir uns mal ein bisschen Öl an den Körper dran, ne? Vielleicht mag unsere Frau uns ja dann doch ein bisschen lieber. Na, Schatz. Wie wär's mit einem eingeölten Barbaren? Aber sie guckt immer noch ziemlich... Ja, so... Ja. Ganz überzeugt scheint sie noch nicht zu sein. Aber immerhin, jetzt glänzen wir im Tageslicht... Großartig. Mm. Und rasiert sind wir vor allen Dingen. Nicht mehr so ganz behaart. Kann man ja auch mal machen, ne? Gibt's ja in den meisten Bodybuilder-Filmen sind ja auch mal komplett rasiert und eingeölt. Das sind dann die großen Barbarenprinzen. So, jetzt weiß ich aber nicht mehr, was ich machen wollte. Ich wollte noch irgendwas machen. Stimmt, hier ist ja auch noch ein Bogenschütze drin. Achso, das war ja der Stufe 3 Bogenschütze. Ja, genau. Kohle haben wir bis jetzt auch noch keine gefunden, ne? Ja, das ist ein bisschen... Ich wollte eine neue Stahlspitzhacke herstellen, damit die Effektivität davon erhöht wird. Wobei, eigentlich ist das auch Wumpe. Eigentlich ist es Wumpe. Das mache ich vielleicht, wenn es mal soweit ist, wenn wir es gerade brauchen. Genau, Aloe-Extrakt. Aber das muss ich ja... Muss man wahrscheinlich anpflanzen. Könnte ich mir vorstellen. Ach nee, hier. Da war der... So, hier drin. Eventuell hier. Aloe-Extrakt. Was brauchen wir dafür? 10 Aloe-Leaves. Und die muss man natürlich auch erstmal sammeln. Hm. Ich glaube, es wird keine Möglichkeit geben, einfach... Ach so, stimmt ja, hier. Herrschaft. Papyrusrolle, Tuschepinsel, Kohle. Papyrusrolle. Was brauchen wir denn für einen Tuschepinsel? Fur,
Planfiber. Wo kriege ich denn vorher? Hier ist die Waschflüssigkeit, von der mal gesprochen wurde. Leuchtende Essenz. Habe ich doch genug von, oder? Mehr als genug sogar. Gehärteter Stein. Ichor und Zwirn. Okay. Echsengift. Drachenpulver. Aloe-Extrakt. Alchemistische Grundsubstanz. Wir können mal ein bisschen Farbe machen, oder? Rotes Färbemittel. Was brauche ich denn dafür? Hellrotes Färbemittel? Wo ist denn das rote Färbemittel? Wo ist es denn? Ach, hier unten. Da. Da braucht man Wasser und diese Kochi. Ich müsste eigentlich auch mal... Ah, das könnte ich eigentlich auch mal zwischen den Folgen machen. Ihr erinnert euch ja bestimmt noch daran, dass ich irgendwo hier unten... Hier war es, glaube ich, so in dem Dreh. Hatte ich ja eine Basis gebaut. Ne, hier. Hier hatte ich eine Basis gebaut. Oder hier irgendwo? Ich weiß es nicht mehr. Da liegen noch tonnenweise Sachen rum. Tonnenweise Sachen, die wir... Eisen habe ich mir markiert, genauso wie unser Sklavenlager und die Festung der Einsamkeit und das Knochenbiest. Ich müsste eigentlich mal die Sachen von da unten hier hochholen. Das wäre zwar ein langer Weg und ich müsste ohne Rüstung hinlaufen. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht mache ich das auch mal zwischen den Folgen, dass wir einfach mal alles hier in unserem Häuschen konsolidieren, weil da unten lag auch noch einiges rum. Unter anderem fällt mir da gerade ein, da lag, glaube ich, auch noch was rum, was ich gerne für die Madame des Hauses holen würde. Da fällt mir gerade was ein. Ja, ja. Ich glaube, das mache ich auch, ne? Wir gehen dann einfach nochmal hin oder ich gehe dann nochmal hin und hole die Sachen mal rüber, die Rohstoffe und so weiter, dass wir hier einfach alles konsolidiert zusammen haben, ne? Und dann können wir ja immer noch schauen, wenn wir neue Außenposten bauen, was wir da lagern müssen. Gut, dann machen wir die Folge tatsächlich mal ein bisschen kürzer und ich mache hier mein Aufnahmepäuschen. Werde jetzt ein bisschen Rohstoffe sammeln, Eisen und Spinnenseide und vor allen Dingen mehr Stahl. Bauen werde ich nichts, dekorieren werde ich vielleicht nur da unten in dem Sklavenlager noch ein bisschen. Die Burg lasse ich mal außen vor. Das machen wir vielleicht mal zusammen. Wobei das, naja, dekorieren dauert einfach ewig, ne? Man muss immer gucken, was sieht gerade gut aus, wie gefällt mir das. Dann dieses nochmal herstellen, jenes nochmal herstellen, hin und her laufen. Das braucht einfach eine halbe Ewigkeit, bis man das... Also das Dekorieren von dem Sklavenlager da hinten hat mich bestimmt alles in allem so 3 bis 4 Stunden gekostet. Und das ist ja jetzt wirklich nicht viel gewesen, ne? Das war einfach nur probieren, gucken, passt das hier hin, passt das dahin. Tonnenweise Sachen hergestellt. Sachen, die dann leider weg waren. Da hinten ist eigentlich noch eine Kiste voll mit Dekokram, die leider in einer Kiste war, die aus der Mod kommt, die ich deinstallieren musste. Genauso wie dieses Ding hier. Das heißt, alles, was in der Kiste war, ist auch weg. Das regt mich ein bisschen auf. Ist aber so. Na gut, kann man... Muss man mit leben. Gut, dann, wie gesagt, ich mach mal so ein bisschen nebenher und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.